Hallo Heike, hallo Katja. Sag mal, hallo Jan. ihr seht ja völlig fit aus. Ihr habt gerade eine Woche Coaching Game trainiert. Ja. Wie kann man danach so fit sein? Das ist eine gute Frage, weil das ist genau das, was man lernt im Coaching. Wie man seine Energie hochkriegt und dann hält und nicht, dass man ackert wie ein Tier und dann energielos ist. Genau darum geht's. Und habt ihr viel Spaß gehabt? Super viel Spaß. Wir hatten ein ganz tolles Team, was uns unterstützt hat. Also wir waren zu viert und es war klasse. Okay, was waren die Highlights? Highlights? Wenn Rollenspiele waren. Ja. Wenn Rollenspiele waren, dann hat es, also es macht einfach viel Spaß, die anzuleiten. Und es ist klasse zu sehen, was für einen Spaß die Teilnehmer haben bei den Rollenspielen. Ja, wenn sie das austheatern und so weiter. Erzählt mal, was ist Coaching Game eigentlich? Was steht da dahinter? Na, Coaching Game ist, wir sind ja Coacher, ne? Wie du weißt, sieht man. Ja. Und Coaching heißt ja im Grunde, ich habe heute nochmal, haben wir da auch nochmal drüber geredet, Coaching ist ja eigentlich kein Business, Coaching ist ja eine Kultur, ja? Und es ist die Kultur, der, so zu kommunizieren, dass sozusagen immer Wertschätzung im Raum ist und dass ein Spiel kreiert wird. Und wenn man eine hohe Energie will, dann muss man eben ein Spiel kreieren. Nirgendwo sonst als im Spiel, das wissen Männer ja sehr gut, ne? Deswegen laufen sie ja zu Fußball und so. Da, wo ein Spiel ist, da ist hohe Energie. Und wo eben kein Spiel ist, da geht meistens die Energie raus aus dem System. Und das ist das, was die meisten ja erleben in Firmen, wo sie arbeiten. Da ist meistens nicht so viel Energie. Und deswegen ist es sehr unproduktiv, die Teams funktionieren nicht und weil es kein Spiel gibt. Ja. Das heißt, eure Vorbilder kommen aus dem Sport? Ja, geschlossen einfach. Ja, und für die Teilnehmer ist es auch toll, weil es geht ja auch darum, dass jeder sein Spiel findet im Leben. Und darum geht es eben auch beim Coaching gehen. Aber Spiel ist doch meist für die meisten der Deutschen ist Spiel doch irgendwie, das darf nicht sein während der Arbeit, oder? Aber es werden immer mehr, die neugierig darauf sind, wie kann es sein, dass es sozusagen spielerisch ist. Okay. Und dass man auch lernt, die Dinge, die man tun muss, die spielerisch hinzukriegen. Okay. Und Spaß darf man dann auch noch dabei haben, oder? Naja, ich meine, was man halt festgestellt hat, und das ist ja indessen wissenschaftlich erwiesen, da, wo es wertschätzend ist, da, wo es leicht ist, da sind die Menschen ja wesentlich produktiver. Ja. Ja, und wenn ich halt meinem Team ein Spiel kreiere, wenn ich wertschätzend mit dem Team bin, dann wollen die, dass Ergebnisse kommen. Dann sind die dem Spiel verpflichtet und sorgen dafür, dass Ergebnisse kommen. Und das gilt halt zu lernen, wie man ein Team inspiriert. Darum geht's. Dann macht ihr aber auch noch ganz viel die Steine umwälzen, weil wenn ich vor 10 Jahren meinem Chef erzählt hätte, ey, lass mal ein Spiel spielen, dann hätte der gesagt, raus. Schade eigentlich. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich meine, klar, das ist natürlich, okay, das ist halt wie immer beim Coaching oder überhaupt bei allem, was man ja so anbietet. Ja, es ist ja auch wurscht, wenn ich jetzt irgendwie schicke Handtücher gewebt habe, ja, dann muss ich die ja auch irgendwie verkaufen. Und die Frage ist halt immer, wem verkauft man das? Naja, dem, der das interessant findet, der neugierig darauf ist. Und wenn wir halt erzählen, dass man im Coaching-Game lernen kann, ein Team zu inspirieren und ein Team so zu trainieren, dass es motiviert ist und Lust hat, Ergebnisse zu bringen, dann gucken wir halt, wer wird darauf neugierig, wer will das lernen, und die neugierig sind, die kommen dann. Wir hatten jetzt dieses Mal eine Unternehmerin dabei, die hat, glaube ich, 180 Mitarbeiter. Ja. Oha. Und genau, und die spielt jetzt mit denen? Genau, die wollte genau das lernen. Die wollte lernen, wie man seine Mitarbeiter motiviert und inspiriert und wie man mit denen so spricht, dass die und wie man dem Spiel aufsetzt, damit die eben happy sind auf der Arbeit. Ja, ich meine, ein guter Chef, der müsste doch das zum Ziel haben, dass die Mitarbeiter happy sind. Ja? Erkennt ein guter Chef das heute überhaupt, dass Mitarbeiter happy sein müssen? Na, die Schlauen schon, denke ich. Weil sozusagen, das ist, also happy heißt ja eigentlich, dass eine hohe Energie da ist. Richtig. Und wo eine hohe Energie da ist, da fließt halt auch mehr Geld, weil das ist halt sozusagen, das hohe Energie zieht Geld an, oder es ist eigentlich genau, es ist eigentlich das Gleiche. Und das heißt, wenn man das kann, eine hohe Energie zu erzeugen, dass die Leute halt happy sind und gut drauf, dann erzeugt sich auch eine bestimmte Geschwindigkeit. Leute werden viel effektiver und viel schneller. Okay.
Zu mir hat früher mein Chef gesagt, so zur Mittagspause, Schluss mit lustig, jetzt geht's wieder zur Arbeit. Ja, genau. Das ist dieses alte Denken, das halt ganz stark aus dieses Arbeiterdenken, ne? Dieses, und da kommen ja auch die meisten immer noch her. Dieses, es gibt die Arbeit und es gibt die Freizeit. Ja? Und was ja unser Ziel ist, ist ja auch für Unternehmer, die wir trainieren in anderen Trainings und insgesamt sind ja alles selbstständige Unternehmer, ist ja immer sozusagen zu erkennen, dass wenn man tut, was man liebt und da drinnen Spiel findet, dass es dann eben nicht mehr diese Unterscheidung gibt von Arbeit und Freizeit, weil dann ist das alles das Leben sozusagen. Ja. Das heißt, ich darf beim Arbeiten auch lachen. Hoffentlich darfst du beim Arbeiten lachen. Wir dürfen es. Und wann findet das nächste Coaching-Game statt? Habt ihr das schon geplant? Im Januar werden wir das nächste Coaching-Game wieder in Hamburg? Ja, auch okay. Wieder in Hamburg. Genau. Wir lieben es, in Hamburg zu sein. Und was machen eure Coaches anders, wenn sie, nachdem sie das Coaching-Game verlassen haben? Also auf jeden Fall, denke ich, sind sie achtsamer. Okay. Mit ihrem Wort und mit ihrer Haltung. Okay. Und kriegen halt viel schneller mit, zum Beispiel, ob sie wertschätzend sind oder nicht. Und sie kriegen halt mit, inspiriere ich jemanden, wenn ich mit demjenigen rede, oder tue ich es halt nicht. Und was man hoffentlich mitnimmt, ist, dass man sich klar macht, da wo ein Spiel ist, da ist die Energie hoch. Also, wie kreiere ich mir ein Spiel? Und wir haben ja schon einige Coaching Games trainiert und einige Kunden begleitet. Und wir haben auch ein Beispiel, da weiß ich ganz genau, dem waren halt im ersten Jahr die Spiele zu klein. Da hat er halt nur so ein bisschen geübt und jetzt hat er die großen Spiele und jetzt ist er inspiriert. Das ist eine coole Nummer. Kleine Spiele, große Spiele. Genau. Also vorolympische Spiele und dann... Genau, erstmal muss man ja lernen, wieder zu spielen, weil man jetzt ja eine bestimmte Zeit seines Lebens schon mit hart arbeiten verbracht hat. Dann muss man ja erstmal wieder lernen zu spielen. Das ist ja überhaupt die Krux, ja? Dass wenn wir alle nicht verlernt hätten zu spielen wie die Kinder, dann würden wir alle, hätten das ganze Leben wäre ja viel leichter, ja? Also aber so sind wir ja Herzblut? Nicht... Genau, Herzblut und Spaß. Ich meine, was machen die Kinder? Die denken doch nicht nach oder die überlegen doch auch zum Beispiel, was ja die Erwachsenen alle tun, ist, mache ich es richtig, mache ich es gut genug? Ein Kind beim Spielen denkt doch nicht, spiele ich jetzt richtig oder spiele ich jetzt gerade gut genug oder muss ich jetzt die Playmo-Männchen noch besser irgendwie drapieren? Nein, das spielt halt. Ja. Genau. Und um diesen... Also um diesen Flow wieder zu erleben, darum geht's, ja. Ich sehe, das macht euch ganz viel Spaß und ich bin absolut überzeugt, dass eure Coaches auch genauso viel Spaß haben mit dem Training, wie ihr das hattet. Vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank an dich. Dankeschön. Gerne.